Ja, moin Mittag und guten Abend da draußen und damit herzlich willkommen zurück zu PUBG auf der Xbox One X an diesem wunderschönen Freitag. Und es ist ein besonderer Freitag, denn wir sind in der 99. Folge von PUBG. Meine Fresse, 99 Parts. Ich hätte mein Leben nicht gedacht, dass es jemals so viele Parts werden. Zum einen nicht von PUBG, zum anderen habe ich mir immer gesagt gehabt, ich will eigentlich nicht so fortlaufende Let's Plays machen oder so. Aber nun gut, ey. PUBG kam nach wie vor immer noch gut an und obwohl das Spiel ja nach wie vor seine Macken hat und technischen Schwierigkeiten, macht es da draußen euch immerhin noch Spaß zuzuschauen, immerhin noch Spaß selber es zu zocken, und ich finde leider wie immer nichts in der Eco-Perspektive. Ach schade, und ich habe heute eine besondere Ankündigung zu machen, und nein, es ist nicht die Ankündigung, dass der Vogelmann nicht da ist. Es hat einfach die Woche nicht geklappt. Wir haben extreme... Was war das gerade? Mein. Hä? Habt ihr das gesehen, wie das von Solo auf Duo ging? Also ich habe da nichts gedrückt. Das war geisterhand. Vielleicht ist der Vogelmann doch hier. Er beobachtet mich. Er verwendet irgendwelche Kräfte, um meinen Controller zu manipulieren. Also wenn es heute nicht läuft, dann wissen wir, der Vogelmann ist dran schuld. Nein, so zurück zum Thema, Freunde. Mensch, nicht vom Thema abkommen. Also, besondere Ankündigung. 100. Folge steht an. Die wird nicht nächste Woche Montag kommen, wie ihr es gewohnt seid von PUBG. Die wird auch nicht nächste Woche Freitag kommen von PUBG. Die wird auch vielleicht überhaupt nicht nächste Woche kommen. Aber was kommen wird, ist der Aufnahmetag dafür. Denn da wollen wir natürlich einen Community Day machen. Also der Vogelmann, ich und natürlich ihr da draußen. Und wie das Ganze funktioniert, das versuche ich hier mal nebenbei einfach euch zu sagen, während ich hier zocke. Also da ganz genau die Ohren aufspitzen. Den Tag bekommt ihr schon mal von mir, den könnt ihr euch schon mal rot einkreuzen. Und zwar ist das nicht diesen Sonntag, sondern nächsten Sonntag, den 27.01. Und zwar geht es dann los um 19 Uhr. Das heißt also, ich werde um 18.30 Uhr wahrscheinlich schon mit dem Vogelmann eine Party aufmachen. Die ist noch privat. Und ab 19 Uhr könnt ihr dann beitreten. So, jetzt ist es ja so, dass in PUBG natürlich nur 4 Leute miteinander spielen können. Das heißt also, 2 Plätze sind ja schon vergeben, wegen Vogelmann und mir. Logisch, das heißt also, es können immer nur 2 rein. Das Ganze wird so sein, wie wir es damals mit Fortnite gemacht haben. Das heißt also, ihr schreibt den Vogelmann bitte nicht mir, weil ich muss mit der Aufnahme schon alles machen. Ihr schreibt den Vogelmann immer eine PN, dass ihr gerne rein möchtet. Und da ist es, da wird keiner bevorzugt oder sonst was von wegen, ich möchte jetzt unbedingt und keine Ahnung was. Wir gehen alle Nachrichten durch, wer hat geschrieben, ja, und die holen wir dann nach und nach ins Boot. Dann spielen wir exakt eine Runde. Ja, sollte mal so eine Runde dabei sein, wo nach 5 Minuten auf einmal alle tot sind, dann sind es auch 2 Runden. Ja, ansonsten wird eine Runde auf einer großen Map gespielt, ja, und ist die Runde vorbei und es ist noch mehr Andrang an Leuten, die gerne mitspielen wollen in dieser 100. Folge, dann verabschieden wir diejenigen. Die können natürlich drinnen bleiben, das Ganze ist über Livestream natürlich auch zu sehen immer, und können sich wieder reinordnen. Das heißt also, wenn die anderen wieder weg sind und dann ist wieder Platz frei, dann könnt ihr natürlich wieder gerne versuchen, wieder mit reinzukommen. Das Ganze machen wir 3 Stunden lang. Ja, also von 19 Uhr bis 22 Uhr. Einzige Bedingung, und ja, da müssen wir leider die Bedingung machen, anders geht's leider nicht, zwecks YouTube und zwecks Gesetz und zwecks ganz vielen Dingen, das Spiel ist ab 16, das heißt also, bitte nur ab 16 reinkommen. Ja, und ganz wichtig, ihr braucht ein Headset, ganz wichtig bitte ist, ihr habt bestimmt schon mal alle Multiplayer gespielt und ihr wisst alle, wie eure Sprachqualität ist. Bitte achtet darauf, dass keine Echos zu hören sind, dass ihr wirklich ein vernünftiges Headset habt. Ansonsten schaltet euch stumm während der Aufnahme und sprecht wahrscheinlich nur dann, wenn es wirklich sein muss. Ja? So werden wir das machen. Wie gesagt, das Ganze wird über Twitch zu sehen sein. Natürlich werde ich keinen 3-Stunden-Part machen. Das heißt also, ich werde mit jeder Runde, die ich mit euch zusammen spielen werde, oder der Vogelmann und ich mit euch spielen werde, ja, wird das Ganze so sein, wird das eine, warum nehme ich jetzt das Ding? Man merkt, sprechen und zocken, das geht nicht gleichzeitig. So, mit jeder Runde werde ich eine Aufnahme machen, ja, also wir werden schon versuchen, immer so auf eine halbe Stunde zu kommen, ne, dass das ungefähr funktioniert, damit das halt wirklich, immer eine Folge wird, und die wird dann ab diesem Sonntag dann in der Woche dann immer wieder eine Folge kommen, wo ihr euch dann mal selber sehen könnt. Und ich freue mich einfach drauf auf dieses Special. Es ist natürlich, wann Planung angeht, ist es immer
ist immer schwierig. Ich weiß, sowas könnte man eigentlich viel öfters machen. Das Problem ist aber, das haben wir ja schon oft gesagt, ich bin berufstätig. Wie gesagt, ich habe es noch nicht mal die Woche geschafft, mit Vogelmann jetzt hier zusammenzukommen, weil manchmal funktioniert es eben leider nicht. So. Und ja, was machen wir heute? Ich bin alleine. Das heißt, ich schlage mich hier alleine durch. Und ja, werden einfach mal gucken, ob wir was reisen. Ich werde immer wieder das erwähnen mit diesem Community Day, damit auch der Letzte, der einfach nur so spontan hier immer reinzappt, es verstanden hat. Und ja, hoffe, ihr nehmt euch die Zeit. Wie gesagt, 3 Stunden Zeit, auf jeden Fall eine Runde mitzuspielen. Ja, und dann sollte das eigentlich klappen. Jetzt klingelt nicht wirklich mein Telefon, oder? Das kann jetzt nicht sein. Also jetzt geht's gerade nun wirklich nicht. Also bei aller Liebe. Jetzt nicht! Gerade in der Aufnahme. Mann, 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 Mann. Bin froh, dass ich jetzt hier irgendwie alle Informationen erstmal losgeworden bin. Und ich merke gerade, ich muss auf jeden Fall lauter machen, denn ich höre nichts. Was gut ist, wir sind im Kreis. Und ich werde auch erstmal jetzt gleich die Waffe ein bisschen pimpen. So, und mein Plan ist jetzt eigentlich erstmal eine vernünftige Runde, gucken, wie lange wir überleben. Und wenn da noch Zeit ist, können wir überlegen, ob wir. Warum habe ich eigentlich zweimal dieselbe Waffe mit? Bin ich eigentlich total blöde? Man merkt, ne? Labern geht nicht. So. Leg die mal weg. Sag Quatsch. Das ist totaler Quatsch. Da nehme ich die Munition auf und dann spaltet die sich auf die 2 Waffen. Ey, sag mal, was ist hier los? Immer dieselbe Waffe hier heute nur oder was? Ja, geht ja nicht. Fotografisches Visier brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Na, hier war doch was. Die UMP9, komm. Nimm mal dich mit. 9 mm ist okay. Ich nehme wieder alles mit. Und ja, ich weiß, ich kann auch Start drücken und mir die Sachen nehmen. Freunde, wissen wir doch. Aber ihr kennt mich doch. Ich bin der fleißige Bodensammler. Aber nur für euch mache ich es heute mal so, okay? Seid ihr glücklich? Bitte sagt, dass ihr glücklich seid. Das wäre mein Traum. So, haben wir jetzt alles, was wir brauchen zum Sterben? Was ist los heute? Warum? Ich bin irgendwie noch eine andere Steuerung anscheinend gewohnt, denn ich weiß nicht, was habe ich denn jetzt eigentlich davor gezockt? Ich will die ganze Zeit die Granate rausholen. Das ist natürlich Quatsch. Und ich muss auch mal die Klappe halten. Also denkt dran, Community übernächsten Sonntag. Also nicht diesen, sondern nächsten. Bitte was? Ich hab den doch voll ins Gesicht drauf gehalten. Ich hab den doch volle Möhre ins Gesicht drauf gehalten. Was? Bitte was? Bitte, was? Oder hat mein Magazin einfach nicht gereicht? Kann natürlich auch sein. Aber trotzdem, ach komm. Sehr ärgerlich. Vor allem, ich habe es ja noch schön mitgekriegt. Ich hatte nicht mal gehört. Ich habe bloß die Tür gesehen und dachte, hey, komm, leg dich hin. Und guck mal. Aber gut. Und ich weiß, ihr habt ja auch alle schon geschrieben, Herr PUBG, Mensch, leg dich doch nicht immer hin. Ist doch Kacke, brauchst viel zu lange, viel zu wieder aufstehen, brauchst zu lange, um dich schnell umzugucken, um schnell in eine andere Richtung lieber hinhocken. Aber ja. Ich bin halt der Bodenkriecher, weißt du? Ist halt so. Das ist halt so. Ich glaube, jeder hat so seine Macken in irgendwelchen Games, weißt du? Das ist normal. So, okay. Ja, das war die erste vernünftige Runde. Ja, klasse. Super, lief ja klasse. Ich glaube, auch mit einer anderen Waffe hätte es jetzt funktioniert. Es war jetzt nicht so, dass ich jetzt nicht vollkommen daneben geschossen habe. Oder dass ich zu spät reagiert habe. Ich möchte sogar meinen, ich habe zuerst auf ihn ins Gesicht, Kinn oder was auch immer das war, da drauf geballert. Na gut. Schade. Nichtsdestotrotz können wir uns trotzdem freuen auf die 100. Folge mit euch da draußen. Zusammen. Also dran denken. Schön bei Vogelmann. Dann die Nachrichten. Die Nachrichten. Damit meine ich übrigens jetzt hier nicht über Facebook und Co., sondern natürlich über das Xbox Live dort die Nachrichten. Er geht dann seine Liste immer durch. Wenn ich sage, okay, Vogelmann, lad den nächsten rein, dann macht er das auch. Ja. Während ich dann hier die Aufnahmen so ein bisschen abchecke und. Ach Gott, schön, ist so schön heute. Ein schöner Himmel heute. So. Und dann ist euch natürlich aufgefallen, Mensch, ist euch aufgefallen, hier liegt ja gar kein Schnee. Nee.
Schneemap ist es nicht. Ihr seht ja auch, es ist mein normaler Charakter. Wir sind also nicht auf den PTS-Servern unterwegs. Folgender Grund, die PTS-Server sind gerade down. Schade eigentlich. Ich wollte noch ein bisschen weiter die Schneemap erkunden. Ich meine, gut, wir haben jetzt 3 Schneefolgen. Wer die verpasst hat, kann die natürlich gerne nochmal nachholen. So, und dann habe ich mir gedacht, ach Mensch, der Vogelmann heute nicht da. Kannst du ja mal wie am Mittwoch bei Vigor mal richtig gute Aufnahmequalität machen für euch mit 60 Frames bei PUBG. So als Ankündigungsfolge. Ja, hätte ich gerne gemacht, ne? Wenn die Frau mein Headset für den PC nicht versteckt hätte. Nein, ich weiß nicht, wo es ist. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich gebe jetzt einfach mal der Frau die Schuld, aber ich habe jetzt hier eine halbe Stunde gesucht nach dem Headset und ich habe es nicht gefunden. Ja. Also, wer hat Schuld? Natürlich die Frau. Wer denn sonst? Mensch, eigene Schuld? Niemals. Niemals. So. Aber jetzt in der Runde werden wir uns konzentrieren. So, verstanden. Das wird legen. Achtung, es kommt gleich. Im Flieger. Gleich. Eine Sekunde. Eine Sekunde. Ihr müsst noch warten. Das wird einfach so. Eine Sekunde. Der. Legendär. So. Und dann sitzen wir auch schon im Flieger. So, was machen wir? Gehen wir auf Konfrontation und springen hier an den Hotspots raus und versuchen einfach mal so, wie in der letzten Folge, diese kleine Extra-Runde einfach Kills zu machen. Oder wollen wir überleben? Das ist die Frage, ne? Wir haben erst 11 Minuten. Wir können versuchen auf Überleben. Ich glaube, ich frage, aber ich war jetzt auf dem PC. Also habe ich die andere. Aber irgendwie kommt mir die Karte schärfer vor. Kann sein, dass hier wieder ein bisschen was gepatcht worden ist. Bin mir aber nicht sicher. Aber wir werden es ja gleich sehen. So, wo springt man jetzt raus? Ja. Der nächste rausspringen ist bestimmt totale Action. Oh Gott, ich werde sterben. Ich werde sterben. Los, komm. La 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 la. Nein, das wird nix, ohne G. Ihr könnt jetzt mitraten, wie lange wird es dauern, bis Sonnenschi stirbt? Ah, der Flug ist nicht schlecht. Ich glaube, der Flug kommt ganz gut sogar. Wir gucken uns mal kurz um. Nur so ruhig? Hä? Ah, okay. Nicht ganz so ruhig. Also Nachbar habe ich auf jeden Fall. Okay. Wir werden uns sehen, Nachbar. Dann werden wir uns erstmal jetzt ausstatten. Das machen wir, hurra. Lalalala. Hier liegt ja nur Müll rum. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist geil. Das ist doch schon mal was. P9. Ah, P9, du hast mich gerade enttäuscht. Ich gebe jetzt dir die Schuld. Beziehungsweise, nee. Quatsch. Wir wissen doch, der Controller. Vogelmann war das. Das war seine übernatürliche Fähigkeit, den Controller zu manipulieren. Weil er Angst hat, dass ich ohne ihn besser bin. Das ist der Grund, Freunde. Ja. Das ist X-Faktor mäßig. Ich sag's euch. Wenn der Typ kommt. Aber eigentlich hören wir hier ganz gut Geräusche, sag ich mal, beim Laufen. Oh, ich bin erschrocken jetzt wegen dem Strom da. So, aber gleich ist wieder vorbei, ne? Also brauche ich denn dann schon einen Rucksack. Fliegen. So, der wird jetzt wahrscheinlich da drüben in dem Gebäude sein. Also viel Zeit werden wir nicht mehr haben. Schnell die Muni mitnehmen. Brauchen wir denn 9mm? Ich weiß es gerade gar nicht. Für die UMP9 auf jeden Fall. Ja, komm. Rucksack, Rucksack, Rucksack. Ne, die sind meine Nachbarn, oder? Oh. Kennt ihr das, wenn ihr über Anlage hört? Geräusche und dann sind das die Nachbarn. Furchtbar. Wirst du bekloppt? Komm, lass mal der unnötige Zeug hier liegen erstmal. Bringt ja jetzt auch nichts ohne Rucksack.
Weiter das Magazin, ja, komm, das kann man doch mitnehmen, oder? Aber oh, das war, glaube ich, MP, ne? Oh, ich sollte vielleicht mal besser lesen. Naja. Komm. Und wieder weg. Ah, wir sind gar nicht im Kreis, ich gerade, verdammt. Und das ist auch nicht so geil, wenn man mich jetzt durch die Fenster beobachtet. Ja, sag ich doch, der ist hinter uns. Und ja, ich loote wieder vom Boden. So, komm, wir gehen erstmal weiter. Versuchen hier zu überleben. Ja, das Auto ist kaputt. Bisschen rüber gucken. Ja, da hat mein Nachbar wohl Besuch bekommen. Also, der da drüben jetzt. Nicht mein echter Nachbar. Schon verwirrend. Da ist noch ein Häuschen. Wollen wir das noch mitnehmen? Ich würde sagen, ja. Ich fühle mich nur irgendwie beobachtet. Ich weiß nicht warum. Das dumpfe Gefühl, dass mich wer beobachtet. Es kann doch nicht wahr sein, dass hier nirgendwo ein Rucksack liegt. Verdammte Axt. Sag mal. Was denn hier los? Alle Rucksäcke ausverkauft bei Kick oder was? Mensch, ich würde mich sogar mit einem Stufe 1-Ding zufrieden geben. Komm schon. Ach, das ist doch nicht dein Ernst. Mal 4-Visier, das will ich auch mitnehmen. Da muss jetzt irgendwas weichen, hier. Echt nicht? Das kann ich immer noch nicht mitnehmen? Das ist nicht dein Ernst. Schmeiß ich erstmal den Verband raus. Kann man gleich wieder aufsammeln. Hallo? Ich mache hier gar nichts Schlimmes. Ich weiß, dass ich die ganze 7,62 mitnehme, auch wenn ich sie nicht brauche. Aber ich habe noch Hoffnung, dass ich die dann brauche, wenn ich die UMP9 tausche. Von daher nicht wundern. Und ein Rucksack? Das war aber nicht das Fahrzeug, oder? Wollen wir das mitnehmen? Aber dann bin ich zu laut unterwegs. So weit haben wir es, glaube ich, nicht zum Laufen. Rucksack. Nein. Ach, das gibt's doch nicht. Lass mal hinter uns gucken hier. Da hinten war noch ein Fahrzeug, habe ich gerade gesehen. Aber wir machen das jetzt mal ohne. Zeig mal her, wie weit ist es denn? Doch, es ist schon ein Stück, ne? Also ganz so nah dann doch nicht, wie ich jetzt gedacht habe. Ah, oh, Mann. Wieder kein Rucksack. Oh, ich bin aber auch manchmal vom Pech verfolgt, ne? 30 Schuss, leck mich doch am Arsch. Ja. Oder kann das sein, dass ich gerade... Kann das sein, dass ich von die UMP9 auf Stoß gestellt hatte? Ach Gott, ich weiß es nicht mehr. Schuss. Die müssen dann aber auch sitzen. Die müssen auch alle 30 Kugeln rein. Oh, fuck. Scheiße. Jetzt ärgere ich mich, dass ich das Fahrzeug nicht mitgenommen habe. Ist ja doch weiter, als ich dachte. Hm. Blick auf die Karte, Sonnergy, hätte es schon geritzt. Aber ich laufe mal hier durch. Auf die Hoffnung, dass hier noch irgendwie ein Rucksack rumkullert. Samtsäcke. Ich nehme einen Samtsack. Schnell mal den auf den Rücken. Passt da auch was rein. Was machen meine Nachbarn heute da oben? Sag mal. Können die mal aufhören mit den Geräuschen? Ist ja furchtbar. La da da di. La da da du. La da da di da du. Aber auch der Einzige, der gerade läuft hier, ne? Kann das sein?
64 im Leben. Ich bin halt scheiße ausgerüstet, ey. Das ärgert mich gerade. Das ist nicht gut. Nicht gut. So, komm. Rucksack, Baby. Rucksack, Baby. Komm schon, komm schon, komm schon. Ach, Papa! Mann! Ja, die Häuser kann ich nicht mitnehmen. Das kostet viel Zeit jetzt. Fliegt hier noch eine Obstfliege vor mir rum. Kann aber nicht wahr sein. Drüben ist alles safe. Sehr ruhig. Zu ruhig. Also reinschaffen tun wir es auf jeden Fall, aber wenn wir auf jemanden treffen, wird's eng. Immer noch 62 am Leben. Ja, wir werden wahrscheinlich heute viele auch passiv hier spielen. Warum habe ich auch gedacht, dass da ein Rucksack wäre? Warum sollte da auch einer sein? So schön mit Stickerei. Only for Sonichi. Aber jetzt hämmern die da oben. Das ist doch nicht dein Ernst. Freunde, ich muss hier auf die Umgebung hören. Ich will nicht hören, dass ihr da oben renoviert. Oder was auch immer ihr da treibt mit einem Hammer. Hier unten lag doch eigentlich sonst auch mal so ein bisschen Gedöns. Diesmal nicht. So, wir gehen mal da vorne rein in diese Ortschaft. Wo regnet es denn Bomben? So, ich hoffe, da gammelt keiner ab. Jedenfalls schon mal eine Scheibe weg. Wie weit müssen wir jetzt eigentlich? Ach du Scheiße, ist wieder so weit. Gut, der ist weg. Da drüben. Alter, was ist denn jetzt los hier? Ich fühle mich hier wie auf so einer Autobahn. Von wo kommt das Geräusch? Aber ich muss laufen. Da. Gut. Der fährt. Können wir weiter. Ja, jetzt kann man sich wirklich ärgern, dass man kein Fahrzeug mitgenommen hat. Yep. Yep, yep. Wer hätte auch gedacht, dass ich einmal wieder komplett über die ganze Karte laufen muss, ey. Hat man lange nicht mehr, ne? Einfach mal so komplett über die ganze Karte. Scheiße. 1 Minute 27.
Wobei, so weit ist es nicht mehr, ne? Vielleicht noch Zeit hier durch das Haus? Ganz kurz, so zumindest. Nur um den Rucksack. Ich will nur einen Rucksack. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah, ja, 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 ja. Kacke, kacke, kacke. Scheiße. Mistdreck. Rotzkack. Mistenkackendreck. Weiter. Wir haben keine Zeit. Gut, halt ohne Rucksack heute. Da hinten wird schon Feuerwerk gemacht für mich. Ist das schön. Romantisch. Oder das ist das Feuerwerk für die Ankündigung, Freunde. Das kann auch sein. Das kann auch sein. Ladadadi. Scheiße, muss ich jetzt über den Berg? Nicht gut. Das ist nicht gut. Mm-mm. Aber der sieht recht flach aus, oder? Sagte er und steht vor so einem Riesending. Ah, das schaffe ich. Das schaffe ich. Ich bin ein erfahrener Bergkletterer. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, immer lauf, immer lauf. Müssen wir so sehen. Jetzt dauert zwar länger nach oben, aber runter geht es immer schneller. Das wird schon klappen. Ja. Das klappt. Alles gut. Ich werde mir schon nicht wehtun. Ah, das Blaue kommt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass hinter mir einer läuft. Naja, wahrscheinlich sind das bloß die Steine, die so nachrieseln. So, da vorne muss ich rein. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Also was haben wir? 30 Schuss hier und dann die UMP. Hm. Das ist keine gute Ausbeute. Jetzt erstmal hier rein. Jawohl. Sonnenschein im Bunker. Wir warten jetzt, bis das Blaue kommt, damit wir dann gleich sehen, wo wir hin müssen. Einfach mal abwarten. Ah, da kommt's. So, wohin? Ey, Alter, jetzt... Also langsam habe ich auch die Faxendicke vom Spazieren gehen. Kann ich denn ernst sein? Da drüben, okay. Scheiße, wir müssen über die Brücke und da sind Schüsse. Das ist natürlich ein bisschen uncool. Der hat auf das Fahrzeug geschossen, kann das sein? Da hinten läuft einer ganz, ganz weit hinten, falls ihr den sehen könnt im Stream. Uch, du Scheiße. Ich glaube, die ist gut überwacht, kann das sein? Fuck. Ich glaube, wir machen durchs Wasser. Ach, du heiligste Kanonenröhrchen. Und ich mit meiner Ausrüstung. Eieieiei. Wir machen Kopfsprung ins Wasser. Jetzt hat mich jemand gesehen. Kommen wir da drüben wieder hoch? Sieht ja steil aus, ne? Scheiße. Scheiße.
Scheiße! Oh Gott, das wird doch nichts, das wird doch nichts. Oh, Sanichi, was tust du da überhaupt? Du hast richtig schön weiten Sprung. Und Action, komm. Komm. Schneller, schneller. Komm, 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 komm. Oh, somit spare ich mir wesentlich die Brücke. Ja, und weiter, komm. Keine Zeit hier. Wohin? Ach du Scheiße, okay, nochmal einmal da durch. Oh Gott, 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 Gott. Fahrzeuge? Mein Gott, hätte ich doch diesen scheiß Drecksbuggy am Anfang mitgenommen. Hab ich nun davon. Aber kann ja keiner ahnen, dass das hier heute wieder so ein Walking-Simulator wird. So, das Blaue kommt, es geht los. Hey, wir gehen scheiße ausgerüstet. Das wird wieder so ein Ding werden. Stundenlanges Laufen. Und dann vor Ort sterben. Ah. Nicht schön. Ich würde ja gerne noch hier in die Häuser gucken, aber Freunde, wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Komm schon. Ich glaube, das mit den Schwimmen war wesentlich eine einigermaßen gute Idee. Aber woanders hätten wir echt die Klatsche bekommen. Ach, guck mal hier. Ah, jetzt ist es weg. Geil. Ist da jetzt einer gestorben oder ist da einer offline gegangen? Man weiß es nicht. Den dazu folge, würde ich sagen. Okay, wir verfolgen den, okay? Ich muss den nur leise machen, falls der ein Headset auf hat. Vielleicht hat er besseren Loot, wenn wir den umbringen. Ihr habt gesehen, wo er ist, ne? Der hat sich da, glaube ich, irgendwo hingelegt. Ah, ist ja schon das Blaue. Tja. Oh, noch. Das kann nicht wahr sein. Ist er noch da? Sehen, nicht laufen. Oh, fuck, ey. Nicht, dass der gleich hinter mir läuft. Dann habe ich auch ein Problem. Aber. Sieht zumindest erstmal ganz safe aus. Aber eine Minute, das wird wieder eine knappe Kiste, Freunde. Das wird eine knappe Kiste hier. Nichtsdestotrotz, denkt dran. Ankündigung, ja. Oh, fuck! Scheiße, 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 scheiße. Oh, Alter. Aber ein guter Schütze, oder? Ach, ärgerlich. Und ich habe noch gesagt, ich möchte ankommen und erst dann sterben. Ah, okay, wunderbar. Einmal heute Walking Simulator gehabt zum Freitag. Ja, mein Gott, so ist es halt nun mal. Auch solche Runden gibt's nun mal. Aber ihr habt die Information. Also, denkt dran, nächsten Sonntag, nicht diesen, sondern nächsten Sonntag, 100. Folge Aufnahme mit euch zusammen. Das Ganze über Livestream, das Ganze über Aufnahmen, dann auf YouTube selbstverständlich. Und denkt dran, bitte den Vogelmann kontaktieren dann über Xbox Live. Der holt euch dann in unsere Party rein. Und dann kann die ganze Sache eigentlich losgehen. Wir sagen, oder was heißt wir? Ach, siehst du, ich bin schon gewohnt, dass Vogelmann da ist. Aber wobei, der hat wahrscheinlich hier heute auch alles manipuliert. Deswegen war es auch so, die Runde. Ich vermute es mal. Also, ich sage Dankeschön fürs Reinschalten. Dankeschön für Like, Abos, Käsekuchen auf meinen Kanal, für eure Unterstützung. Und
und freue mich natürlich riesig auf das Event mit euch. Und bis dahin gibt es natürlich andere Sachen auf meinem YouTube-Kanal, denn wir können ja dann erstmal keine PUBG-Folge machen. Ist ja wohl klar, die 100. Folge muss ja dann das sein. Aber vielleicht gibt es dann einfach auch mal zweimal Vigo wieder die Woche oder dreimal Vigo die Woche oder fünfmal Vigo die Woche. Oder vielleicht auch mal komplett was anderes. Ich lasse mir was einfallen. Bis dahin, haut rein, euer Sanichi. Ciao.